Welcome back to the Flight Deck. Es wird Zeit wieder mal für ein Showcase und zwar für ein Schiff, ein sehr bekanntes Schiff und zwar handelt es sich um die Carrack. Das ist wahrscheinlich der klassischste oder berühmteste Explorer von Star Citizen. Ja, und wir haben sie bisher sträflich vernachlässigt in den Showcases. Jetzt ist sie in dem Active Production Bereich und zwar wird sie aktuell von Foundry 42 in UK entwickelt als deren erstes eigenes, also vollständig eigenes Multicrew-Schiff, was sie ausentwickeln werden. Ja, und bevor sie noch in ein weiteres Arbeitsstadium kommt, wollen wir sie euch natürlich vorstellen. Sie ist ein Entdecker-Raumschiff und ein Pfadfinder-Raumschiff. Ganz klar. Und diese Rolle hatte sie am Anfang vor allem in der UEE, in der Navy. Sie ist dann in den zivilen Markt übergegangen, ist bekannt für ihre sehr, sehr robuste Hülle und für wenig Bewaffnung. Ja, das Anvil-Design an sich spricht schon für eine eher spartanische Ausstattung, für eine dafür aber sehr effiziente Ausstattung und eben vor allem für eine große Widerstandskraft. Stark bewaffnet ist das Schiff natürlich in dem Sinne nicht, weil es wirklich ein Entdeckerraumschiff ist und dementsprechend auch vor allem dafür ausgelegt ist, zu kartografieren. Und zwar gerade neue Jump-Points und Sprungrouten soll die Carrack insbesondere mit ihren Ausstattungsmerkmalen sehr, sehr gut erfassen können. Und das war ja immer seit der Militärgeschichte oder seit der Navy-Geschichte, seit der maritimen Geschichte war Kartografie ja immer mit das Wichtigste. Spielt auch bei uns heute noch eine große Rolle, dass man halt einfach weiß, okay, welche Wege sind sicher, welche Wege führen wohin. Und das ist das Aufgabengebiet der Carrack gewesen. Genau. Man denkt da an so Schiffe wie zum Beispiel die HMS Resolution von James Cook oder die Fram von Roald Amundsen, dem Polarforscher. Schiffe also, die wirklich nicht unbedingt auf Optik gebaut sind, aber eben auf Widerstandskraft, robuste Hülle und dann eben auch eine ganz klare Effizienz. Und ein ganz wichtiges Stichwort ist selbstversorgend. 5 Leute soll die Carrack mit an Bord bringen können, zu den aktuellen Stats. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Und das soll vor allem selbstversorgend laufen. Tja, sehr, sehr wichtiges Thema bei Star Citizen. Und natürlich weiterer Reizpunkt oder Reizthema bei Star Citizen ist, es soll modular gestaltbar sein. Ja, was das genau enthält, werden wir gleich nochmal in den Features durchgehen. Dann davon gibt es eine ganze Menge und da gucken wir uns auch nochmal die Modularität an. Was denn sind denn so die Features von der Carrack? Also gesagt wurde, effektive, ja, lange Reisezeit, große Reichweite, effektive Treibstoffnutzung. Und dazu kommt auch ein effektiver Jump Drive. Wobei, was das heißt, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie schnell Sprünge geschehen, was Effektivität bei bei einem Jump Drive bedeutet, ob das jetzt wenig Treibstoff ist oder schnelles Reisen, das wissen wir natürlich noch nicht. Genau, oder ob er besonders widerstandsfähig ist auch und eben sich zum Beispiel nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt, dieser Jump Drive, das ist völlig unklar. Aber so wie wir es jetzt auf der Gamescom erfahren haben, wissen es die selber noch nicht genau, was sie damit meinen, aber das werden wir dann sicherlich rausfinden. Wichtiger Kernpunkt der Carrack ist auch ihr Bordcomputer und die entsprechende Sensoreinrichtung drumherum. Denn das läuft alles so zusammen, dass die Carrack wirklich darauf ausgelegt ist, Live-Daten verarbeiten zu können. Das heißt, die Crew muss auch bei so einem Jump-Point wirklich eventuell in so einem Jump-Travel eben in ihren Stationen sitzen und diese Live-Daten zusammenbringen, damit man sie speichern und entsprechend später vielleicht verkaufen kann. Ich meine, wir müssen uns an dem Punkt auch erinnern daran, dass solche Jump-Gates immer sich mal verschieben können und dass es temporäre Jump-Gates gibt, dass es da verschiedene Größenkategorien gibt. Das sind alles Daten, die wahrscheinlich in dem Zusammenhang eine große Rolle spielen werden, wofür man so einen Computercore braucht. Stichwort selbstversorgend. Mhm. Es gibt an Bord auf jeden Fall eine Krankenstation bzw. eine Medical Bay, damit wir mit medizinischen Notfällen immer umgehen können. Wir haben eine Reparatur, ich nenne es mal jetzt eine Workbench oder einen Reparaturbereich, um Ausrüstung zu nutzen, um das Schiff zu reparieren, um wahrscheinlich auch Module zu reparieren, Komponenten rauszuziehen, dann rumzuschrauben. Das ist an Bord und wir haben tatsächlich einen kleinen Erkundungsjäger, nenne ich es jetzt mal, einen kleinen Aufklärer, wahrscheinlich so Merlin-Größe, da gibt es aber noch kein Bildmaterial zu. Und dann haben wir auch im Hangar unten oder in diesem Laderaum einen Urza-Rover geparkt. Ja, also wir haben sogar 2 Schiffe bzw. 2 Fahrzeuge, die sie mittragen kann. Beides hat quasi seine eigene Garage oder seinen eigenen Hangar und ist natürlich auch dann modular ausstattbar. Die Schiffe werden zwar mitgeliefert direkt mit der Carrack aktuell, aber beziehungsweise der Rover auch, aber zum Beispiel könnte man ja auch 2 Dragon
Firefly da unten in den Hangar parken und dann damit loskesseln. Schön, sehr, sehr schöne Sache. Außerdem haben wir, zumindest zeigen das die Konzeptzeichnungen, optionale Drone-Base. Das heißt, die Möglichkeit, Erforschungs- oder eben auch Scanning-Drohnen abzusetzen, aber die sind wohl nicht im Lieferumfang enthalten. Ich schätze auch mal, dass es da eine Auswahl geben wird, ja? Dass es da verschiedenste gibt, um Artefakte zu scannen, Gesteinsproben oder vielleicht die sogar vorschicken in den Sprungkanal. Wer weiß, da wird es eine ganze Menge vielleicht geben. Dazu kommt natürlich eine ganze Menge Hightech-Krempel, wie Antennen, Messgeräte, die Computerausrüstung, die man braucht. Alles das, um Kartografie einfach effektiv zu gestalten, um Daten auszuwerten und zu empfangen. Das ist quasi ein Großteil des Features, was verbaut ist. Und dann komme ich von da aus auch zur Brücke, weil die ist nämlich ebenfalls sehr, sehr spannend. Die ist doppelstöckig aufgebaut. Wir haben einen Holoradar auf jeden Fall drin und wir haben innerhalb dieser doppelstöckigen Brücke auch nochmal eine Arbeitsteilung von Crewplätzen hinten im hinteren Bereich und Arbeitsplätze im vorderen Bereich. Im vorderen Bereich ist es so, dass die Leute, die das Schiff steuern, die an den Sensoren direkt sitzen oder an den Waffenkontrollen, wie auch immer, die können in die verglaste Kuppel oder in die verglaste Schnauze der Carrack nach vorne fahren, um den perfekten Rundumblick zu haben. Das ist jetzt tatsächlich für jemanden, der Forschung betreibt, relativ wichtig, würde ich sagen. Gerade wenn man sich vorstellt, dass da Overlays sind, dass es Augmented Reality gibt und man dort Systeme nutzen kann. Und falls es dann doch gefährlich wird, kann man auch Panzerplatten über diese Vollverglasung rüberfahren. Ja, da kommt nochmal dieser Schutzcharakter, auch der Anvil-Charakter nochmal ins Spiel, eben wirklich ein widerstandsfähiges Schiff zu haben. Während hinten eben die Crew die gleichen Daten empfangen und lesen soll, wie eben auch die Steuercrew ganz vorne. Das heißt, hinten werden sie dann verarbeitet, was vorne aufgefangen wird und eben in dem oberen Teil von der Brücke im Holotable dargestellt. Die ganzen Antennen und die Sensorik hat übrigens auch noch eine andere Bewandtnis, also gerade dieses typische Aussehen von der Carrack mit den beiden Flügeln an der Seite und den Antennen, die sollen helfen, durch neue Jump Points zu navigieren. Und zwar gar nicht so sehr während des Surfens, sondern nach Aussage der Designer sollen sie vor allem helfen, das Schiff vorher so korrekt auszurichten, dass man halt den perfekten Startpunkt in einen Jump Drive rein hat. Da haben sie doch gerade so ein Erklärungsmodell fürs Design gefunden, finde ich gut. Nee, ist aber auch sehr markant. Sieht ja auch wirklich schön aus dadurch, finde ich zumindest. Ja. Man muss doch sagen, wir haben hier die Gerüchte gehört, oder es gibt Gerüchte, offizielle Gerüchte dazu, dass das Schiff auch selber Treibstoff herstellen kann. Da wissen wir aber nicht, ob es da irgendwo eine Raffinerie gibt oder ob es andere Techniken gibt dafür. Da gibt es keine weiteren Infos. Da müssen wir erstmal noch abwarten. Wenn dann auch nur für den Eigenbedarf übrigens. Ja. Also nicht darauf Idee kommen, noch jemanden betanken zu wollen. Das haben sie schon von vornherein ausgeklammert. Oh, wenn, dann könnte sie das selber für sich selbst tun, sodass man eben immer zur Not nochmal zurückkommt. Meinst du, es gibt Leute, die wollen es jetzt als Konkurrenz für die Starfarer einsetzen? Nein. Ja, nein, just say. Nein, bestimmt nicht. Was doch ganz wichtig ist, es gibt jetzt noch drei ominöse Pots, die im Laderaum stehen. Diese drei Pots sollen, oder wir wissen es halt nicht, die können abgestellt werden, das wissen wir. Die können abgesetzt werden, die sind modular. Mhm. Was sie aber für Module haben, wissen wir nicht. Wir schätzen jetzt mal, dass es einfach Labor-Einrichtungen sind oder eine Unterkunft oder eine Funkausrüstung oder ein Sensor-Array, was man auf dem Planeten abstellen kann oder was man schweben lassen kann. Aber wir wissen mehr dazu auch nicht. Genau, das ist also auch der modulare Teil, von dem sie immer wieder sprechen, wobei man sagen muss, dass sie sich auch zum Teil da gegenseitig immer mal wieder neue Informationen zuschanzen, die Developer an sich. Das heißt, das Schiff an sich soll modular gestaltbar sein, was den Innenraum angeht. In jedem Fall sollen aber diese Pods modular gestaltbar sein und sie sind, wie gesagt, dafür gedacht, um sie auf einem Planeten abzusetzen. Das war jetzt die Hauptaussage der Designer. Da lassen wir uns mal überraschen. Müssen eigentlich Forschungseinrichtungen sein, aber wir wissen es nicht. Genau. Wir kommen zu den wichtigen Fragen. Und das ist nämlich tatsächlich so, dass die gesamte Exploration-Mechanik bis jetzt erst erklärt wurde anhand der Endeavor, einem anderen Schiff. Und da gibt es im Grunde genommen noch sehr, sehr viel Gerüchte und keine klare Umgrenzung dieser ganzen Spielmechanik. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie diese Missionen aussehen werden und folglich wissen wir auch nicht, wie kostenintensiv oder kosteneffektiv
das für ein Schiff wie die Carrick sein wird. Ja, die Frage ist natürlich wirklich, wenn man jetzt 5 Leute auf eine lange Reise schickt, ohne dass man weiß, was dabei am Ende bei herauskommt, was man findet, was eigentlich die wirkliche Aufgabe ist, ist die Frage, wie effizient, wie effektiv und vor allem wie kostendeckend kann man da arbeiten. Und da schließt sich quasi unsere nächste Frage gleich an, nämlich wie sehen so NPC-Missionen aus im Bereich Exploration? Kommt dann die ARK irgendwie auf mich zu und sagt, hier, hast du den Ruf verdient, in dem Sektor möchten wir gerne noch das und das rausfinden, geh mal gucken? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich könnte mir vorstellen, tatsächlich so ein Transportunternehmen sagt, wir brauchen eine Abkürzung, such bitte ein temporäres Jumpgate, was den Weg abkürzt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute sagen, so, da wurden Artefakte gefunden oder ein Trümmerfeld. Bitte, wir suchen Wendeltechnologie. Es könnte jetzt zum Beispiel das UI Militär beauftragen. Scan doch bitte den Bereich, ob dort Wendeltechnologie liegen geblieben ist. Ja, und das werden natürlich die Explorer unter euch sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, das sind auch sehr spannende Aufträge, weil man meistens wirklich dann allein in einem Teil des Weltraums unterwegs ist, der vielleicht nicht unbedingt von jedem gerne frequentiert wird. Weitere Frage ist natürlich dann, wie modular ist die Carrick wirklich? Das heißt, wie spezifisch kann ich sie wirklich ausstatten auf meine Bedürfnisse? Mein erster Impuls wäre zum Beispiel, so Quarantänekammern einzuziehen, wenn man so einen Planeten... Nicht, dass ich mit irgendeiner Alien-Seuche zurückkomme. Du meinst das, was sie bei Star Trek bis zuletzt nicht geschafft haben, eine sinnvolle Quarantäne einzurichten? Ja, das wäre absolut zweckmäßig, aber ich glaube, der richtige Explorer geht raus und kriegt erstmal das Gelbfieber. Und überlegt sich dann, ob es eine gute Idee war. Ja, genau. Wie das die Geschichte auch gezeigt hat, das ist ja auch den meisten Explorern so gegangen. Ich glaube, James Cook ist auch an sowas verrückt, glaube ich. Bestimmt. So, na, egal. Auf jeden Fall, nee, ich glaube, der wurde umgebracht von Eingeborenen. Aber auch das kann einem natürlich bei der Carrick irgendwie die zwei blühen. Modelle gibt es. Die zwei blühen. Ja, und dann daran schließen sich natürlich einfach, wie ihr schon merkt, generelle Exploration-Fragen an, wo wir sagen, wie funktioniert denn jetzt genau das Kartografieren, das Finden, das Kartografieren und Bereisen von neuen Jump-Points? Wie sieht die Mechanik da aus? Wie viel Gameplay ist da wirklich mit drin? Fürchte, für diese Frage müssen wir uns wirklich noch gedulden. Absolut. Wir wissen aber, Exploration wird mit die wichtigste Spielmechanik. Genau. Aber wie das aussieht, wie teuer das wird, ob es nur für große Orgas ist oder ob es eine Missionsvielfalt gibt, das müssen wir alles abwarten. Genau, auch wie sich die Carrick dann zum Beispiel gerade mit ihrer Spezialausrüstung gegen die Keeler von der Constellation-Reihe oder eben die Freelancer Dur irgendwie absetzt, wissen wir jetzt noch nicht. Werden wir dann alles sehen, wenn es mehr Design-Posts oder Infos zum Exploration gibt. Und unsere letzte Frage natürlich, die wahrscheinlich für alle die wichtigste ist, wann kommt sie denn nun endlich? Tja, ich glaube persönlich, dass sie ein bisschen später, also wesentlich später kommt, weil wir wissen jetzt, 3.0 ist das nächste große Ziel. Dafür gibt es schon ganz viele Karrieremodelle, Exploration ist noch nicht drin und Exploration setzt auch tatsächlich eine sehr, sehr komplexe Spielmechanik voraus. Ja. Wir brauchen ja Transport von Sachen, muss schon fertig sein, wir brauchen Multicrew als Mechanik, Scanning sowieso, es geht schon im Bereich E-War und das alles ist erst dann realisierbar, wenn wir eine relativ große Testumgebung haben. Ja. Erst dann lassen sich diese ganzen Mechaniken kombinieren. Deswegen glaube ich, dass wir auf Exploration noch eine ganze Weile warten werden. Ja, vermutlich. Und dementsprechend wahrscheinlich auch auf die Carrick. Sind wir mal ganz ehrlich, ohne einen Jump Point macht dieses Schiff relativ wenig Sinn, auch wenn wir sie gerne schon früher irgendwie in den Händen hätten. Ne? Von daher... Gar keinen Sinn, ne? Ja, eben wenig. Man kann halt ein bisschen rumfliegen und gucken, ob man im Asteroidengürtel irgendwas findet. Tja. Aber das ist eben der Punkt. Darum glauben wir, wird es noch ein bisschen dauern, bis die Carrick zu uns kommt. Nichtsdestotrotz ist sie in der Entwicklung und wir werden vielleicht in der nächsten Zeit ein paar Updates kriegen. Die kriegt ihr natürlich dann sofort hier auf dem Crash Academy Channel. Von daher wirklich abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen. Schreibt uns eine Menge Kommentare, was ihr von der Carrick haltet, was ihr noch für Fragen hättet zu dem Schiff und insgesamt zur Exploration-Mechanik. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil, heißt das. So ist es. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you! On the flight deck!